Morgen. So, wir hauen jetzt ab, wie angekündigt. Genau. Von Los Escolos Campingplatz. Ja. Raubwasser entsorgt. Habt ihr die Station auch gesehen? Da kann man auch Chemietoilette entsorgen, aber da wird ja auch auf dem Platz. So, wir fahren jetzt nach, Schatz. La Villa Josa. La Villa Joyosa. Das liegt zwischen Alicante und Benidorm. Zum Camping Imperium. Alicante Imperium. Also wir fahren jetzt wieder Richtung Norden hoch. Ja. Richtung Heimat eigentlich. Ja. Ganz im Groben, ne? Wir haben ja noch ein paar Tage mehr. Ja. Ja, die Strecke zeigen wir jetzt mal nichts. Dann haben wir ja auf der Hintour hier schon nach gesehen. Wir fahren jetzt hier gerade wieder durch diese Plastikstadt hier. Ja, Gewächshäuser. Die Straße ist nicht so schön. Ja, dann melden wir uns, wenn wir da sind. Genau. Bis dann. Willkommen in Villa Joyosa. Villa Joyosa. Bitte? Kommen Sie doch mal ran, junge Frau. Zeigen Sie doch mal Ihr Gesicht. Möchte ich aber gar nicht. Hallöchen erstmal. Hallöchen. Erster Eindruck erkläre ich gerade so ein bisschen. Ja. Villa Riva, Villa Bajo. Villa Joyosa. Villa Joyosa. Ja. Also die Einkaufsmeile da, die Promenade, die ist ganz nett. Ja. Wenn du ein bisschen ins Hinterland kommst, ist Favelas. Ja. So, das kannst du nicht anders sagen, das möchte ich auch nicht schönreden. Aber ich glaube, das hast du in allen Örtchen. Mach sein, aber in dem sehe ich es jetzt. Ja. Aber sonst Palmen am Strand und so, das ist schon schön. Ja. Das ist schon schön. Wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Campingplatz und morgen gucken wir uns das hier mal in Ruhe an. Ja. Vielleicht eine Kleinigkeit schnappen hier, jo. Weil Restaurants und so sind alle auf. Ja, also wie später jetzt erstmal. So,
Ja, wollen wir gerade noch einkaufen schön, ne? In Mercadona. Mercadona. Supermarket. Nee. Nee. Der ist hier vom Campingplatz Imperium 10, 11 Minuten entfernt. Kannst aber auch schön laufen da an diesen Oliven, ja auch Oliven, Zitronen, Orangenbäumchen und alles. So. Auch wieder. Was? Eine riesengroße Fischtheke. Also Frischfisch, Krustenfische. Fische. Fleischtheke haben die gar nicht. So eine Frischfleisch. Das haben sie alles abgepackt. Aber so eine Frischfisch. Frischfischtheke und Krustentiere. Respekt. Und haben wir den Krustentiere gekauft? Nein. So. Später. Wir gehen nochmal schön Fisch essen. Ja, ist ja eh die letzte Nacht hier heute. Wir haben schon wieder umgebucht. Richtung Xabia. Oder fast direkt in Xabia. Ja. Wieder ein Stückchen weiter nördlich. Ja. Ich habe jetzt Hunger ein bisschen. Obwohl, oh, ja. Wunder. Ich habe gerade einen Kommentar beantwortet. Heinz, grüß dich. Ja, wir essen öfters was. Aber wir haben Hunger. Nutzt ja nichts. So, jetzt schauen wir erstmal, ne? Morgen! Guten Morgen! Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen Spanien! Wo? Spanien? Spanien, España! Die Sonne scheint! Jo! So, wir frühstücken heute noch mal eben fix. Ja. Und dann machen wir uns auch auf den Weg zum nächsten Platz. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen. Wo hatten wir gestern angerufen? Naja, nicht sagen. Also man merkt, wir haben Urlaub. Alles. Ja, Venus. Irgendwie bei Xabia, ne? Xabia, genau. Also wir fahren wieder ein Stückchen weiter hoch Richtung Norden. Ja. Noch ein bisschen was über einen Campingplatz vielleicht, während wir hier ein bisschen was schnabulieren. Ja, man kriegt hier frische Baguettes. Ansonsten ist der Supermarkt, was sich da Supermarkt nennt, sehr mager bestückt. Man kriegt das Nötigste, ja, aber ja, eben das Nötigste. Also grundsätzlich ist der Platz beliebt bei Engländer? Ja. Offensichtlich. Sehr, sehr viele Engländer. Mhm. Vereinzelt auch ein paar Deutsche. Holländer. Holländer. Also so diese typische Campingnation, sag ich mal. Ja. Was ich mir aber aufgefallen ist, hier vorne haben die, ja, hier steht immer noch so ein bisschen Weißware rum draußen, vorm Tor. Die warten wohl alle, dass sie drauf können. Ja. So, wir hatten jetzt, ja, ein bisschen Glück oder... Ja, wir hatten angerufen gehabt und da hatte sie halt noch einen Platz frei gehabt für den nächsten Tag und den haben wir sofort gebucht dann. Mit Kreditkarte, über Telefon, Anzahlung 30 Euro, hat aber auch alles gut geklappt. Ne? Jetzt zahlen wir noch 9,20 Euro nach, also mit der Axi-Card. Wir haben jetzt kein, es gibt hier wohl auf diesem Platz spezielle Axi-Plätze. Wo man dann 18 Euro zahlt. Wir zahlen jetzt 1,60 Euro mehr, weil kein anderer Platz mehr da war. Aber ich sag mal, sind wir trotzdem noch unter 20. Alles gut. Hier gibt es wohl eine Waschmaschine, aber keinen Wäschetrockner, habe ich gesehen. Na, für diejenigen. Ja. Für Hunde ist hier relativ schlecht. Ja. Wenig Auslauffläche bis gar nichts, weil es ist direkt an der Straße. Kreisverkehr,
Und ist sind irgendwie auch keine Grünflächen da, ja, wo die mal. Also so den Weg, den wir gestern da in die Stadt reingegangen sind, der ist eigentlich soweit okay, gar keine Frage. Also der andere Weg, nicht der erste Weg, sondern da, wo die Orangenbäumchen sind. Es gibt hier zwei Wege in die Stadt. Aber auch da hast du rechts und links nur so Gräben, wenig Grünfläche. In der Stadt selber hast du da, bevor du in die Stadt kommst, hast du viel Grün. Ne, ja, da ist nochmal so eine Wildfläche da. So eine Hundemeile, sag ich jetzt mal. So, das ist alles dann okay, aber hier direkt am Platze ist ein bisschen tricky. Ja. Sanitären Anlagen, gut, ja, sauber. Tipptopp. Der Platz ist, glaube ich, von 2017, ne? Ja. Also entsprechend ist der auch noch gut dabei, rein optisch auch. Wasserversorgung hast du direkt hier am Stellplatz, auf der Parzelle. Entwässerung, also Grauwasser auch. Macht mir ein bisschen Probleme im Sinne von, mein Schlauch ist nicht lang genug. Aber wir gucken unterwegs, ob wir da was finden oder eben gleich an dem anderen. Der ist ja auch nur eine Stunde von hier entfernt. Ja. Chemietoilette, ganz normal, in der sanitären Anlage, wie man das so kennt. WLAN, frei, Wi-Fi, aber kein Netz. Doch schon, aber... Das ist schwierig. Das ist hier. Also das bricht immer wieder ab und ja. Schwierig eben. So, was haben wir denn noch? Und die Hähne sind hier komisch. Die fangen schon um 4 Uhr morgens an. Ja, oder aber abends. Ja, abends. Sind hier ein bisschen durcheinander. Jetzt sind sie nichts mehr. Nee, jetzt sind sie wahrscheinlich müde vom Krähen. Aber ansonsten im Rücken die Berge und so. Boah. Also ein schöner Platz. Ist schon schön. Auch relativ ruhig so generell nachts. Ja. Ne? Nachts ist es ruhig. Ne? Kannst du nicht meckern. Vorne haben sie noch so eine Bar, so ein bisschen Tapas. Ein bisschen was zu essen, kannst du draußen auf der Terrasse sitzen. Auch nicht schlecht. Hast hier noch so Fässer zum Übernachten. Auch feste Holzhäuser hast du hier. Also hier kannst du wahrscheinlich nicht sehen jetzt. Hier steht eine Reihe von so Holzhäusern. Kann man auch machen. Ja, die Stadt selber ist angenehm. Da pulsiert auch ein bisschen was. Also hier ist schon Leben drin. Einkaufsmöglichkeiten haben wir auch schon gestern ausgelotet. Der Strand ist schön, durchaus, ne? Mit den Anglern da, das hatte ich so auch noch nicht gesehen, dass die am Strand stehen und angeln und auch noch Fische rausholen. Auch die Zuwege und so, alles breit genug, hier fahren auch ein paar dicke Dinger noch rum. Kannst du alle nie meckern. Ja. Wie gesagt, wir haben den Berg da im Rücken, blauer Himmel, jetzt ist sowieso alles wieder gut bei dem Wetter, ne? Haben wir uns verdient. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt gleich weiter, frühstücken erst zu Ende, fahren dann weiter. Jo. Und wir melden uns dann wieder, würde ich sagen, mit der Einfahrt vom neuen Campingplatz, genau. Oder vielleicht unterwegs, wenn irgendwas Nettes noch kommt. Ansonsten glaube ich, Fahrszenen muss man nicht immer so haben. Ausgiebige. Gut, dann würde ich sagen, bis später. Bis später.